vorne mit viel Zeug. Mit frischen Orangen, die genau richtig groß sind, direkt an der Küste. Ein wunderschönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von unserer Wohnmobilüberwinterung. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier noch auf dem Berg, den ich gestern gefilmt habe. Wer das Video nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Richtig geile Episode. Und ja, das Wetter hat sich jetzt komplett geändert. Wie ihr sehen könnt, haben wir Regen und Nebel. Man hat hier wirklich gar keine freie Sicht mehr. Und deswegen haben wir uns entschieden, jetzt direkt loszufahren, die Berge zu verlassen. Denn die Wettervorhersage für die nächsten Tage zeigt einfach nur noch Regen an, und ich will wirklich so schnell wie möglich hier aus diesen Bergen raus. Da hinten wartet noch so eine Passage mit Kopfsteinpflastern auf mich, die auch ziemlich steil nach unten geht und dann noch um die Kurve. Ich glaube einfach, desto mehr es regnet, desto schwerer wird es hier, die Berge zu verlassen. Jesse läuft gerade schon mit Pepper eine Runde spazieren hier in dem Regen, und ich fahre jetzt mal runter, gabel die beiden ein, und dann geht es für uns raus aus die Berge. Ich hoffe, dass da an der Fahrt alles gut geht. Wir sind jetzt raus aus den hohen Bergen. Wie man sehen kann, hat sich der Nebel schon verzogen und es regnet auch nicht mehr. Die Frage ist aber nur, wie lange wir dem Ganzen entflohen sind, denn die nächsten Wochen soll es wirklich überall in ganz Portugal, in ganz Nordspanien regnen. Also vom Regen abzuhauen ist unmöglich. Deswegen haben wir gesagt, fahren wir heute nicht so viel. Von hier sind es jetzt noch 10 Minuten, sind jetzt gute 20, 30 Minuten unterwegs und suchen uns einen schönen Stellplatz. Ich habe uns heute was am Fluss rausgesucht. Ich hoffe nur, dass wir da parken können, weil da eine Wiese ist, und jetzt mit dem ganzen Regen, da kann die Wiese natürlich auch komplett feucht sein und da kann man da natürlich auch nicht durchfahren. Aber die Landschaft hier ist wunderschön. Wir fahren hier schon die ganze Zeit den Fluss entlang. Ich glaube, das müsste auch der Fluss sein, an dem ich einen Stellplatz rausgesucht habe. Und ja, jetzt geht es erstmal zum Stellplatz, und die nächsten Tage machen wir ein bisschen vom Wetter abhängig. Mal schauen, was so dabei rumkommt. Wir sehen uns, wenn wir am Parkplatz sind. Boah, da passt man da durch. Das war nicht ernst. Da vorne wird es viel zu eng. Es sind schon einige an die Seiten da. Alter, was ist denn hier los, ey? Früher Morgen schon wieder, Junge! Scheiße. Das war knapp, Freunde. Das war wirklich knapp. Also das Wohnmobil ist nicht für Berge gemacht. Das Wohnmobil ist nicht für uns gemacht. Aber wir sollten es gleich geschafft haben. 700 Meter, und dann sollten wir am Ziel sein.
Wir haben es jetzt an unseren neuen Stellplatz geschafft. Ich würde sagen, es kann sich sehen lassen. Wir stehen hier direkt an so einem Fluss. Und hier hinten hat man noch so einen 2 Meter Abfall, wodurch man hier so ein richtig schönes Plätschern hat. Auf der anderen Seite hat man hier die Brücke. Die Sonne ist gerade auch rausgekommen. Deswegen dachte ich euch, zeige ich euch mal den Platz. Denn heute machen wir nicht so viel. Ich denke, wir werden hier den ganzen Tag stehen bleiben. Es ist auf jeden Fall wunderschön hier. Aber ich habe einiges zu tun. Erstmal den Kaffee hier abholen. Und dann geht's mit dem Kaffee zusammen hier in die Zentrale und ich schneide jetzt das neue Video mit der Aussicht hier direkt auf den Fluss. Richtig, richtig geil. Ja, und ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich fertig geschnitten habe. Es ist jetzt 8 Stunden später. Ich habe ganze 7 Stunden das letzte Video geschnitten. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat's gefallen. Und Jessie hat mich gerade mit was zu essen überrascht. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie das gemacht hat. Was ist es, Jessie? Kartoffelpüree mit Champignon-Rahmsoße und Rotkohl. Ja, ich habe gerade schon probiert, es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut und ist mal wieder was anderes. Und draußen, wie ihr sehen könnt, regnet es schon den ganzen Tag. Wirklich ununterbrochener Regen, deswegen waren wir auch den ganzen Tag hier im Wohnmobil. Ja, ist wunderschön und wir genießen jetzt auf jeden Fall unser Essen mit der Aussicht. Hier im Wohnmobil ist so genial, man kann in der Natur sein, obwohl es regnet, ist man hier schön warm und schön trocken. Aber trotzdem so nah an der Natur dran. Das liebe ich wirklich im Wohnmobil. Es ist jetzt der nächste Morgen. Ich habe wirklich so gut geschlafen. 9 bis 10 Stunden geschlafen hier mit dem Plätschern vom Fluss. Ja, gestern hat es wirklich den ganzen Tag durchgeregnet. Deswegen konnte man ja gar nichts machen. Man sieht es hier am Boden. Das ist komplett matschig. Habe hier auch die Wanderschuhe angezogen. Oh, jetzt den ersten Schluck vom Kaffee am Morgen. Ah, herrlich. Ja, und ich mache jetzt mit Pepper die Morgenrunde und danach geht's für uns wieder an die Küste, denn die nächsten 10 Tage soll es hier wirklich durchgehend regnen und hier gibt's nicht allzu viel, das man im Regen machen kann. Ich meine, man kann natürlich immer was machen und kann sich Regenjacke und gute Klamotten anziehen, aber wenn dann im Camper alle Klamotten nass sind und man die irgendwo zum Trocknen dann aufhängen muss, ja, dann hängt das ganze nasse Zeug im Wohnmobil rum und es trocknet auch nicht. Ist wirklich super eklig. Oh, riesen Pfütze. An der Küste gibt es halt wenigstens noch ein paar Cafés, wo man rein kann oder ein paar Shops, die man sich anschauen kann. Ist zwar auch nicht das, was wir am liebsten machen, aber wir hatten ja jetzt wirklich ein halbes Jahr perfektes Wetter. Man kann sich einfach nicht beschweren. Und die Natur hier braucht unbedingt Regen, deswegen freut es mich auch, dass es regnet, auch wenn wir hier nicht so viel machen können. Ist trotzdem wunderschöner Morgen. Es hat ja jetzt Gott sei Dank das Regnen aufgehört mal kurz, aber es ist wirklich so viel Wasser runtergekommen. Und ja, ich laufe die Runde mit Pepper jetzt fertig und dann geht's für uns weiter. Mal schauen, wo wir am Ende landen. Wow, wunderschön. Wow, schaut mal, hier ist ein ganzer Baum voll mit frischen Orangen, die genau richtig groß sind. Ich würde sagen, da nehme ich mir mal eine fürs Frühstück mit. Wappa. Komplett nass, ganzer Regen runtergekommen.
Frühstück frisch vom Baum, besser geht's wirklich nicht. Das ist genau das, wonach ich suche. Mmh. Mmh. So frisch. Wow. Sehr, sehr lecker. Das ist Natur, Leute, das ist Freiheit. Einfach aufwachen, sich eine Orange vom Baum nehmen und das als Frühstück benutzen. Oh, unschlagbar. Wir lassen jetzt diesen wunderschönen Platz am Fluss und wir fahren jetzt erstmal 20 Minuten in ein Kamerafachgeschäft. Ich habe nämlich schon so oft probiert. Auf Aeroalpaca fluvial nach Nordosten Richtung Aeroabajo starten, dann scharf links auf Aeroaprofessor Aldama Castillo. Ich habe scharf links auf Aeroaprofessor Aldama Castillo. Ich habe nämlich schon super oft versucht, irgendwie beim Mediamarkt oder so. Aber nee. Ich brauche nämlich unbedingt was, um den Sensor von meiner Kamera sauber zu machen, denn der ist mehr als dreckig. Ja, und ich war jetzt schon ein paar Mal beim Mediamarkt oder solchen großen Geschäften, aber die hatten das nie und bestellen ist ja auch super schwer, weil wir nie an einem Punkt sind. Deswegen bin ich super froh, dass ich hier ein Kamerageschäft gefunden habe. Das Ganze ist 20 Minuten von hier entfernt und ich hoffe so sehr, dass es dort das Zeug gibt, denn ich kann diese Aufnahmen mit den Flecken auf dem Sensor wirklich nicht mehr sehen. Drückt mir die Daumen. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Alles gefunden und der Laden hier ist wirklich riesig. So ein Kameraladen habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Richtig, richtig nice. Alles bekommen, was ich bräuchte. Hi. Leute, ich habe alles bekommen, was ich gebraucht habe. 35 Euro hat es gekostet, aber ich bin super glücklich, denn ich konnte es wirklich nirgendwo hier in Portugal finden. Ich habe mich auch gerade noch ein bisschen mit der Frau unterhalten. Die hat auch gemeint, es gibt so 4-5 geile Kamerashops in Portugal. Aber sehr schwer, die zu finden. Super glücklich, dass ich das Ganze jetzt habe. Jetzt gibt es endlich wieder eine saure Linse. Ja, ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das aufgeregt hat, dass immer diese Punkte da waren. Einigen von euch ist bestimmt auch aufgefallen. Wem es nicht aufgefallen ist, umso besser. Wir sind jetzt schon 5 Minuten zu Stopp Nummer 2 gefahren, denn wir brauchen unbedingt neues Futter für den kleinen Pepper und wir wollen auf jeden Fall so eine Zeckentablette kaufen. Aber der Shop macht erst in einer halben Stunde auf. Das heißt, ich habe jetzt perfekt Zeit, hier meine Kamera sauber zu machen. Immer was super Aufregendes mit auch Spannung, den Sensor von der Kamera sauber zu machen. Ich glaube, so wirklich gern macht es niemand. Denn der Sensor von der Kamera ist wirklich der wichtigste Part. Und da muss man wirklich schauen, dass man gar nichts beschädigt. Also hier wirklich sorgfältig arbeiten. Man muss dann erstmal hier mit so einem Blaseballen hier den groben Staub rausmachen. Das mache ich ja schon so jeden zweiten Tag ungefähr, weil ich ja doch oft die Objektive auch wechsle. Meistens ja auch am Strand oder an solchen Gegenden. Und dann wird der Sensor halt schnell mal dreckig. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man hier aufpasst. Pipette ist ja auch alles luftdicht eingeschweißt natürlich. Genau die richtige Größe. Gebe jetzt hier 2 Tropfen auf den Reinigungsstift. Oh, meine Hand zittert schon. Und jetzt... Oh, meine Hand zittert so, Leute. Und jetzt wischt man hier einfach
mit dem Stab drüber. Die Flecken gehen dadurch weg und die Feuchtigkeit verdampft dann da drin oder verdunstet. Und danach sollte man wieder einen sauberen Sensor haben. Schaut auch schon ganz gut aus. Hey, von dir. Hier. That's always on top. Auf der Suche nach Hundefutter sind wir jetzt fündig geworden, haben einen Sack bekommen, aber diese Pillen für die Zecken, die gibt's hier leider nicht in Portugal. Also die Tierläden dürfen das leider nicht verkaufen. Der Besitzer meinte auch, er benutzt es für seinen Hund, aber es darf hier leider nicht verkauft werden. Oh. Hast du einen Schlüssel? Ja, und wir waren jetzt auch eine gute halbe Stunde ungefähr in dem Laden drin, denn der Verkäufer, der hat uns das Futter wirklich verkauft wie ein Auto. Der hat uns alles erzählt, wirklich 20 Minuten Vortrag. Ich wollte eigentlich einfach nur Futter kaufen, aber super hilfreich auf jeden Fall. Tolles Gespräch gehabt. Ja, alles erledigt. Jetzt geht's weiter für uns. Für uns geht's jetzt wieder an die Küste zurück. An einen Platz, an dem wir auch schon mal waren. Allerdings ist es schon sehr lange her, schon 3 Jahre her, glaube ich. Ich weiß auf jeden Fall, dass Jesse den Platz sehr mag. Ich erzähle ihr aber nicht, welcher Platz es ist. Und danach lassen wir uns überraschen. Bist gespannt? Ja, wo warten wir da das letzte Mal? Sag ich dir nicht. Ciao. Ja, wir haben es jetzt zu unserem neuen Stellplatz geschafft. Wie ihr sehen könnt, stehen wir hier wieder direkt an der Küste. Und das Gute hier ist, dass man im Hintergrund wirklich über dieser Düne alles voll mit Wald hat. Das heißt, man kann hier im Wald richtig geil spazieren gehen, aber man kann auch hier direkt ans Meer gehen. Hier hinter ist auch direkt der Strand und es ist immer super leer hier, dass wirklich komplett abseits gelegen ist. Ja, man hat hier im Umkreis von 10 Kilometer echt nur Wald außenrum. Und das ist die Küste hier. Wie ihr sehen könnt, alles leer. Richtig stürmisch heute, auch das Meer super stürmisch. Jetzt gibt's erstmal Frühstück. Jetzt kommt sogar die Sonne noch raus. Das Ganze müssen wir auf jeden Fall ausnutzen. Es ist trotzdem noch super windig hier an der Küste, aber wenn man hinter in den Wald geht, da sollte es richtig schön sein. Wir sind jetzt im Wald angekommen und Pepper muss sitzen bleiben und währenddessen versteckt Jesse Leckerlis irgendwo. Jess, versteck auch welche in der Baumrinde. Und Pepper bleibt schön sitzen, feiner Bub. Und wenn Jesse das okay gibt, dann muss er die Dinger suchen und Pepper macht das richtig gut. Es macht ihm auch super viel Spaß. Fein gewartet. Super gewartet. Okay. Blitzstart, da wartet er nicht lange. Der feine Pepper, da ist keiner mehr. Ist keiner mehr. Ja, und ich würde sagen, das waren mal wieder ein paar schöne Tage. Zwar ein paar Tage mit Regen und wir konnten leider nicht so viel machen, aber im Endeffekt war es trotzdem wunderschön. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen, Freunde. Wenn dem so ist, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert unter das Video und abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und ich sag ciao von der Küste hier direkt am Wald. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.